Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Gestern am Samstag war die Minecon 2019. Für der Minecon werden jedes Jahr für Minecraft Infos für das kommende Jahr und für das restliche Jahr natürlich gegeben, im Prinzip bis zur nächsten Minecon. Es gibt Informationen über die Java Edition, über die Bedrock Edition und alle anderen Editions, die es von Minecraft gibt. Über kommende Spiele, die noch zum Minecraft-Thema gehören, also generell einfach alles, was mit Minecraft zu tun hat, über Minecraft Dungeons etc. Ich werde euch hauptsächlich Infos über die Java Edition liefern, weil ich glaube, die Java Edition ist für meine Zuschauer auch das Interessanteste, da ich selbst eigentlich nur die Java Edition spiele. Wenn ihr über Minecraft Dungeons oder zum Beispiel die Sprachen lernen. Bedrock Edition mehr herausfinden wollt, dann checkt gerne irgendwelche anderen Videos aus. Dazu werde ich wahrscheinlich nicht nochmal ein weiteres Video machen, es sei denn, ihr wollt es natürlich unbedingt haben. Ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall dieses Video. Lasst gerne mal ein Abo da und auch eine kleine Bewertung auf dem Video. Und ich würde mich natürlich auch riesig über einen Kommentar freuen, indem ihr mir einfach ein bisschen Feedback liefert. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit der ersten Sache. Und zwar habe ich das Ganze etwas chronologisch sortiert, und zwar so, dass wir im Prinzip erstmal Informationen über die 1.15, danach über die 1.16 kommen und dann zum Schluss kommt nochmal über andere Varianten von Minecraft ganz kurz noch ein paar Informationen. Weitere Timesteps, also Informationen, wann im Prinzip die ganzen Themen kommen, stehen wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr draufklicken, wenn ihr irgendwohin skippen wollt. Die erste Sache ist auf jeden Fall, dass wir ein bisschen vor der Minecon drei verschiedene Clips bekommen hatten, wo drei verschiedene Biome vorgestellt werden. Da es nämlich darum ging, welches Biom als erstes geupdatet werden sollte. Es gab zur Auswahl einmal das Mesa-Biom, also das mit den Hügeln, wo Ton überall ist. Dann gab es zur Auswahl Sumpf, also ganz klassische Sumpfgegend, die geupdatet werden sollte, und Mountains. Bei der Abstimmung hat tatsächlich Mountains, also Berge, gewonnen. Und dort gibt es jetzt ein neues Mob, das reinkommen wird, und zwar die Ziege, oder im Englischen Goat. Sieht wobei eigentlich eher mehr wie so eine Berggams aus. Ist eben halt so eine Bergziege eher. Und in dem neuen Mountain Update soll auf jeden Fall der Schnee verbessert werden. Das heißt, dass der Schnee richtiger Schnee werden soll und nicht im Prinzip die gleichen Eigenschaften wie irgendwie Erde hat. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass man im Schnee einsinken kann oder dass man langsamer darüber läuft. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, was da alles sich ändern wird. Des Weiteren kommen Klippen rein, also verbessertes Terraforming, und die Berge sollen oben an den Spitzen auch schneebedeckter sein. Das war es auf jeden Fall zum Mountain-Biom. Als nächstes wird ein neuer Block reinkommen, passend zu dem Bienen-Update, und zwar der Honey-Block oder im Deutschen Honig-Block. Der hat sehr interessante Eigenschaften, die es so bei keinem anderen Block gibt. Und zwar, wenn man den im Prinzip an der Wand platziert, kann man da heruntergleiten, als wenn es Leitern wären. Man kann zwar nicht hochgehen, aber man gleitet langsam runter und kann so wahrscheinlich auch Falldamage verhindern. Wenn man durch den Honey-Block durchgeht, also beziehungsweise wenn man da drüber geht, dann läuft man wie auf Soul Sand, das heißt deutlich verlangsamt. Man kann allerdings auch nicht springen, das heißt, wenn man einen Block irgendwo hochspringen will, geht das nicht und man muss sich da andere Techniken einfallen lassen. Denke ich mal, kann auf jeden Fall ganz nice für Adventure Maps werden. Ich bin schon gespannt drauf, wie das Ganze dann ins Spiel eingebunden wird. Vielleicht gehen auch damit auch bessere Mob-Farmen. Dann auch nochmal zu den Bienen. Gibt es weitere Infos, wie das genau funktionieren soll? Zurzeit haben die ja noch keine richtige Funktion. Und zwar fliegen die Bienen aus dem Bienenstock zu den Blüten, wie im Real Life auch. Und dann auf dem Zurückweg, wenn da zum Beispiel ein Feld von euch ist, dann bestäuben die Pflanzen unten und die wachsen dann schneller. Das ist ziemlich hilfreich, man kann damit schnellere Farmen bauen, ohne wirklich Aufwand zu haben. Und wenn die dann am Ende, wenn die wieder an eurer Wabe angekommen sind, wo die dann sozusagen wohnen, dort geben die dann einen Honig ab, den man dann wahrscheinlich irgendwann entnehmen kann mit einer weiteren Maschine oder wie auch immer.
dann kommen wir jetzt zum Update 1.16 oder wahrscheinlich wird es 1.16 reinkommen. Die ganze Information, wann welches reinkommt, haben die nicht explizit gesagt. Allerdings ist es ziemlich sicher, dass Nether Update 1.16 reinkommt und damit ist es auch schon sicher. Nämlich, es wird ein Nether Update. Der Nether wird tatsächlich nach Ewigkeiten wieder geupdatet. Es sind schon 3 Nether-Biome bekannt. Sie haben gesagt, dass sie 3 von den Nether-Biomen zeigen werden. Und das ist auf jeden Fall als erstes mal das Soul Sand Valley. Dort gibt es eine kleine Neuigkeit im Prinzip. Und zwar generell im Nether gibt es überall visuelle Effekte. Dort gibt es zum Beispiel einen blauen Nebel, also einen leicht bläulichen Nebel. Überall, der im Prinzip den normalen weißen Nebel ersetzt. Und wenn man ab dem Update auf Soul Sand Feuer platziert, egal wo in der Welt, wird es blaues Feuer sein und kein normal gelbes Feuer mehr. In dem Soul Sand Valley werden viele Fossilien spawnen, das heißt, man bekommt da unheimlich viele Bone Blocks und es gibt viele Tropfsteine, das werden dort überall von der Decke runterragen. Mal gucken, ob da auch neue Blöcke sind. Dazu haben die noch nichts gesagt. Es sieht auch so aus, als wären da 2 verschiedene Soul Sand Arten drin. Allerdings, wie gesagt, dazu auch noch keine weiteren Infos. Dann als nächstes gibt es den Netherward Forest. Da gibt es 2 Typen im Prinzip, nämlich einmal einen roten und einen blauen Typ. Es gibt dort neue Pflanzen drin. Im roten, The Wild Forest, gibt es wirbelnde Partikel und der Forest ist auch ziemlich dicht. Das heißt, man kann sich im Prinzip da auch sehr, sehr leicht verlaufen. Hingegen der blaue Forest hat eine sehr ungewöhnliche Atmosphäre durch dieses Blaue eben halt, was relativ ungewöhnlich ist und die Partikel fallen dort von oben runter. Der blaue Forest ist etwas offener, nicht ganz so dicht zusammen und dadurch kann man sich dort nicht ganz so leicht verlaufen. Es gibt auch noch ein neues Mob in dem Update und zwar das Pickling Beast bzw. auf Deutsch das Schweinetier. Es heißt zurzeit nur so, es soll noch umbenannt werden, das heißt, wenn ihr Namensvorschläge habt, dann sucht einfach mal nach Minecon und dann könnt ihr dort irgendwo dann Namensvorschläge einreichen, wie das Tier dann im Prinzip im echten Game heißen soll. Es ist eine sehr, sehr aggressive Tierart und es greift den Spieler an und ist die erste Essensquelle, die man im Nether hat. Ansonsten gibt es noch die Piglins, früher hießen ja Zombie Pigments, jetzt wurden die im Prinzip umbenannt und auch etwas von den Features umgeändert. Jetzt heißen die mal Zombified Piglins und nicht mehr Zombie Pigments. Und zwar gibt es als erste, sie sind auf jeden Fall feindlich gegen dich und die meisten anderen Mobs in Nether, was ungewöhnlich ist, weil die meisten Nether Mobs sich untereinander nicht angreifen. Sie bauen kleine Festungen, die Bastions genannt werden, wo man dann wahrscheinlich auch looten kann. Die sind dauerhaft auf der Suche nach Gold, ähnlich schon wie die Zombie Pigments, weil die ja auch schon Gold gedroppt haben. Wenn man allerdings eine Goldrüstung trägt, dann ignorieren sie dich, weil sie dich sozusagen als einen von ihnen erkennen. Allerdings, wenn man bei denen die Chests durchsucht oder Chests platziert und die dann durchsucht, dann greifen sie sich trotzdem an, weil natürlich kein Gold geklaut werden soll. Mit denen ist Traden möglich in Form eines Tauschhandels, das heißt, man wirft denen irgendwie Items hin und sie geben dann irgendetwas zurück. Es ist allerdings nicht so fair wie bei Villagern, nicht so offensichtlich und dort kann man wahrscheinlich auch schon ganz gut abgezogen werden. Als kleine Sache, die noch in dem Update hinzukommen wird, also von den Sachen, die bisher bekannt sind, die jetzt nicht mit dem Nether zu tun hat, ist der Target Block. Es ist im Prinzip wie so eine Zielscheibe. Umso näher an der Mitte man trifft, desto höher ist das Redstone-Signal, was es an Output gibt, kann man sicherlich ganz gut in Minigames machen. Das waren dann alle Infos zur Java Edition, die bisher bekannt sind und auf der Minecon erzählt werden. Jetzt kommen wir zur Bedrock Edition. Es wurden dort nämlich bessere Möglichkeiten fürs Modding hinzugefügt, womit man wie auf der Java Edition deutlich besser irgendwelche Minigames machen kann. Und dazu gibt es auch schon ein paar Clips, da hat irgendjemand da vorbereitet. Das soll auf jeden Fall verbessert werden, das heißt die modden wollen auf der Bedrock Edition sollen da eine deutlich bessere Möglichkeit haben. Für alle gibt es allerdings auch eine neue Möglichkeit und zwar den Skin Creator. Dort könnt ihr jetzt auch auf der Bedrock Edition kostenlos euch bis zu 5 Skins zusammenstellen. Ihr könnt Hosen komplett individuell machen, ihr könnt Jacken oder Pullover, whatever, also obenrum alles euch selbst erstellen. Augenfarben, Haare, Bart etc. könnt ihr alles selbst machen.
Und das, denke ich mal, ist ein ganz cooles Feature für die Bedrock Edition. Und es wird auch zum ersten Mal jetzt Capes geben. Das erste Cape, also das Founders Cape im Prinzip, wird es im Herbst, später im Herbst limitiert geben. Also für eine limitierte Zeit könnt ihr dort ein Cape erhalten. Das wird wahrscheinlich entweder zeitlich limitiert sein oder stückmäßig limitiert, wobei ich eher zeitlich limitiert gedacht hätte. Und das war es dann auch schon zu den Bedrock Edition Neuigkeiten, so jetzt im Kurzverfahren. Als letztes gibt es dann noch eine neue Handy-App, die herauskommen wird. Die Early Access-Version wird dafür im nächsten Monat verfügbar sein. Und zwar Minecraft Earth. Das ist im Prinzip Minecraft, womit man im Real Life herumgeht und dann im Prinzip sich so umgucken kann wie in so einer VR-Brille und dann eben halt im Real Life Minecraft spielen kann. Denke ich mal, das ist auch eine ganz nice App, kann man sich definitiv kaufen oder herunterladen. Ich weiß nicht, ob es Geld kostet oder nicht. Ist, glaube ich, nochmal eine ganz nice Ergänzung. Texturenmäßig sieht es auch wirklich cool aus. Dementsprechend kann man das, denke ich, mal ausprobieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, riesig über ein Abo freuen. Teilt gerne dieses Video mit euren Freunden. Schreibt mir Feedback in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.